So, sind wir zurück. Ich habe hier ein bisschen was. Robert, ist schon fertig geworden. Ist er schon gefahren oder was macht er denn mit den Big Packs? Ist doch noch nicht zu mir. Naja, egal. Ist was, ich will nicht, dass mein Getreide nass wird. Ich weiß nicht, ob es dann anfängt zum Regnen. Ne, lass mal. Nehmen wir mal hier den Lachs hier ab. Ah! Dann hänge ich den Kipper an. Und fahre den. Ah. Verkaufen. Ich weiß, Leute, es ist der beste Preis dafür, aber denke ich mal. Und die auf dem Tablet nachgucken. Aber das ist ja hier. Ja, von jetzt an. Ja, hallöchen! Moin, ich bin's! Ah, ja, moin. Ich wollte dir fragen, ob bist du auch schon in der Ernte? Ne, ja klar. Ja, was hast du denn zum Ernten? Aha, falsch gehabt, ist aber schon runter. Hast du nur ein Feld gehabt, oder? Ja, also ein Feldzwolf, ja. Ach so, ja, das ist bei mir etwas das gleiche, einfach habe ich zwei Felder. Mhm. Aber ja, halt nicht gerade die größten, sagen wir es mal so. Ja, bei mir war das größte. Ah, das Problem ist, durch die ganze LU-Rechnung, ich habe mir jetzt auch Paletten und sowas bestellt, muss ich Hafer wohl jetzt verkaufen fahren. Sonst kann ich das Ganze nicht bezahlen. Das ist natürlich nicht so gut. Was bist du aktuell am Machen gerade? Ich fahre jetzt Getreide weg, verkaufen. Ich bin schon mit dem Gruber auf der Strecke. Ja, da war ich auch. Ich bin auch fast fertig mit dem Feld mit dem Grubern. Okay. Wenn du natürlich Hilfe gebrauchen könntest, ist natürlich, kannst du mir eigentlich anrufen oder anschreiben oder irgendwas, dann, wenn ich Zeit habe, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Ja. Sagst mal Bescheid, wo kriegst du den besten Preis raus für Hafer? Mühle. Ah, okay. Ja, bist ich sehr wahrscheinlich auch da hoch. Ah, ist auch kein Geld. Ja, also nicht gerade so viel Geld, wie ich mir denke, zu hoffen. Wie sieht's eigentlich aus mit einer, ich wollte dich fragen, mit einer so einen kleinen, Maschinengemeinschaft, weißt du, was ich meine? Ja, so wie es beim Düngersteuerung ungefähr. Genau. Ja, kann gerne machen, ja. Also es ist so, ich sollte noch Mähwerke haben. Ja, das wollte auch noch, ja. Bader, Zetter. Und vielleicht Ladewagen oder würde ich jetzt sagen, fast Ballenpresse ist besser. Oder stimmt, weil ich glaube, du hast auch kein Heulager, oder? Doch, müssen wir schon mal lernen können, ja. Oh, okay. Kann ich dich später zurückrufen? Nee, ist gerade einer, der will was von mir. Kannst du machen. Gut, perfekt. So, moin. Moin. Ah, das sind die Big Packs. Genau, da sind jetzt mehr Kalk-Big Packs drauf, wie sie bestellt hatten, aber, Okay. Ja, nicht schlimm. Ich fahr kurz den Körper weg, dann lasse ich dir ab. Okay, machen Sie. Ich setze mich kurz in Schlepper und rechne das eben nochmal aus. Jo, machen Sie das. Ach Gottchen, so kommen wir. Ein bisschen Getreide verkauft. Ich hätte es ja gefallen, wenn ich die Rechnung vergessen hätte. Nee. Leider nicht. Jetzt ziehen wir ein bisschen weiter auseinander. So. Jetzt willst du nicht seinen Schlepper kaputt machen. Ja.
Wir stellen ja einfach mal hier hin. Ich habe es ja noch nach Stunden berechnet und dann wieder in den 2 Stunden mit der Rechnung. Ich glaube, ich brauche mal Händler mal Gewicht. Na gut, aber ich habe natürlich das dran gedacht. Und die reißen die nicht unten auf! Natürlich bis suboptimal, wenn die jetzt unten aufreißen würden. Na ja, gut. Muss ja jetzt hin. Na, ich wollte gerade was fragen. Na ja, gut, jetzt weg. Jetzt hat sich Taxi gerufen, weil es so lang dauerte. Einfach ein bisschen das Gewicht rumliegen hatte. Hängst du auch ihr Feldspritzer an? Ach, stimmt! Steht die überhaupt? Ist ein bisschen leicht hier hinten auf der Achse. Ja, schon. Was steht man denn überhaupt? Na. Ah, stimmt, steht dann. So, das ist egal. Mensch, der Duke denkt mit. Ja, auf was fliegt mein Feldspritzen? Na ja, gut. Ja, das ist besser. Die Speile mit. Perfekt. Ist das ja eigentlich alles nur kalt? Ah, ne, das ist doch. Ups. Natürlich hat er das gesehen. Mist. Dachten Sie nicht nur zwei Backpacks? Was? Dachten Sie nicht nur zwei Kalk? Ja, ist ja alles ist für mich, was da drauf steht. Ja, aber wenn Sie die haben wollen, gerne. Ansonsten würde ich die bei mir wieder ins Jojo. Lager stellen. Nee, nee, nicht mit. Okay. Werden Sie extra Stunden bezahlt? Nee, oder? Nö, Lieferung. Na, natürlich. Oh. Hat's aber doof hingestellt. Macht. Oh, es ist so ein Kratzer in seinem Anhänger einmal. Das tut wohl auch noch Ärger. So. So, wie viel bekommen Sie denn dafür jetzt? 5,4 4. mit Lieferung und allem Pipapo. Sehr gut. Gemeinde oder wo drauf geht das? Nee, Stadt. Auf die Stadt. Was? 4, 5? Nee, 5,4. 5, 5, 3. 5,4. 5, 4. Gut. Das suchst du, was er wert. Gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Jo, danke. Nimm so, ciao. Achso, sie sagte eben beim Anrufen was von wegen Saatgut. Ja, oder später erst. Achso, okay, gut. Dann Können bis dann. Sie ja schon ein bisschen was verpacken oder so. Das ist ja. Ja, steht bei mir immer bereit. Achso, Ansonsten können sie das abholen, kommt am Hof. ah, könnte auch gut, ja. Okay. Gut, mach's Tschö. gut. Tschö. Schöner Anhänger. Ja. Aber müsste ich da mal ein bisschen aufräumen. Obwohl kalt. Mist.
komme nicht so hoch im Magen. Frontler. Das ist der Witzbiss. Komm, hier. Engst du mal an, ja. Das ist ja in diesem. Ist in Ordnung, hier. Ach, scheiße. Ja, hallöchen. Hallo. Ihr fällt wieder Kosten 2300 Euro. Zum Abgang. Ja, ich hab schon gehofft, das hätten sie vergessen. Ja, da sind wir genau. Ja, ich merk schon. Vor allem bei so reichen Leuten wie Ihnen, ne? Ja, klar, reichen. Wie, ja, viel, ja. Wie viel war das? 2,4? 2300. 2300? Ja. Perfekt. Gott, das ist erwiesen. Die metrische Kostenabnutzung und das Arbeitsplatz. Ja. Danke. Jo, bitte, ciao. Genau. Mist. So, das ist natürlich doof, man sieht nichts. Ich brauche eine Rückverkamera. Wieso? Ist ja Gott sei Dank. Was soll's denn? Na gut, wir kommen da später auf. Wollen wir das Ganze, das ist da oben fertig. Gut. Wir haben ihn darum. Na gut, schnell. Ja, hallo? Hallo? Ja, moin. Ach, cool. Ich bin's nochmal. Ja. Ich wollte dir nur sagen, ich habe eine Vorführmaschine bekommen. Oh. Vorletzten Tag. Oder so. Habe ich eine Vorführmaschine gekriegt. Und wenn du diese brauchst, darfst du die auch gerne nutzen. Wie schon gesagt, die ist ja zum Vorführen da. Mhm. Das ist eine Walze. Eine Walze? Ja. Eine Walze. Ja. Die hat ziemlich große Arbeitsbreite, also geht gut voran. Ja, gut. Eine andere doofe Frage. Du hast eine Düngerstreu gehabt. Mit was hast du denn den Big Pack oben reinbekommen? Hast du ein Teleskoplad oder? Nein, ich hab so eine kleine Aufführrampe. Dann. Nein, stopp, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Ich habe die Big Packs reingebracht, weil es bei mir war. War die der Aufbau oben war weg, der ist nur gesteckt, der also. Der kann der Händler kann den schnell ausstecken. Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass ich mit meinem 600M da hochkomme mit dem Backpack. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist korrekt, ja. Sonst müssten wir irgendwie eine Rampe suchen. Ja. Manchmal in die mal rumlaufen in der Stadt, ob sowas irgendwo rumsteht. Irgendwas, was in der Art rumsteht, das ist ja. Klar. Ich wäre jetzt auch gerade fertig geworden. Wäre ich gerade geworden mit Dreschen. Du hast gesagt, bei der Mühle hast du den besten Preis rausgeholt. Ja, knapp 1000 Tonnen habe ich bekommen. Nee, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, okay, dann, ja. Wo ist denn die Mühle eigentlich? Die Mühle ist da beim LU. Man kann es auf dem Tablet da auch anzeigen, das auf der Landkarte. Ah, ja, genau. Getreidemühle, genau. So. Perfekt. Danke dir. Jo, danke auch. Wie schon gesagt, wir brauchst die Walze ganze Land rufen, kannst du abholen. Ja, schon nichts mehr. Ich muss eh da noch anziehen, das Band dauert so ein bisschen. Ah ja, bei mir dauert es auch ein bisschen. Na gut. Gut, mach's gut dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Gut, eine Walze. Hätte ich schon lieber eine Mähwerk oder so das geholt als Vorführer. Aber gut. Ah.
Quatsch, was soll so ein Duo kalten? Na gut, mit Glück muss ich ja die Kalkpaletten gar nicht einlagern, weil ich ja die Kalkpaletten alle verbrauche hierfür. So, ups. Guck mal hoch hier, wenn nicht verkehrt. Wahrscheinlich, der Klaas hat schon ein bisschen zum Kämpfen im Kopf. Aber gut. Müsste ich mal gucken, ich weiß nicht, ob ich halt die GoPro mitnehme oder nicht. Mit so einer komischen Rampe suchen. Ich glaube nicht, sonst brauche ich auch eher auf meinen Nachbarn oder sowas. Muss ich genau alle fragen, wo ich filmen dürfte. Ja, gut. Ich gucke dann mal, weil ich Zeit und Lust habe. Nach einer passenden kleinen Rampe. Mal schauen, vielleicht befehle ich schon den Kalkstreuer, muss mal gucken. Na gut, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schaut auf jeden Fall, thanks vorbei, bis dann, habt noch mal auf den Tag und ja, ciao.